Louis Hechenbleichner bewegt die Gemüter. Seit über 20 Jahren ist er der fotografische Stachel im Fleisch der Touristiker. In seinen Fotografien verklärt er nicht, sondern dokumentiert. Tirol, die Alpen, den Exzess. Louis Hechenbleichner kam 1958 zur Welt. Er wuchs im elterlichen Tourismusbetrieb in Reit im Alpbachtal auf. Das Alpbachtal wurde bald zu eng für ihn. Als jungen Erwachsenen zog es ihn in die Ferne. Als Reisefotograf lebte er sein Fernweh aus und bestritt den Lebensunterhalt. Seine Fotoexpeditionen führten ihn beispielsweise durch Vietnam, Rajasthan und Thailand. Mit der Zeit veränderte die Distanz zur Heimat die Wahrnehmung auf sie. Mir geht es darum, um das Sichtbarmachen dieser rigorosen Veränderungsprozesse, der Industrialisierungsprozesse in einem Lebensraum hoch oben in den Bergen, wie dieser sich zeitraffermäßig so schnell verändert hat. Bilder, die ein völlig neues Bild ergeben, eben das Bild von einer Nutzlandschaft. Nachdem Louis Hechenbleichner Mitte der 90er Jahre nach Tirol zurückkehrte, verlagerte sich sein fotografisches Interesse. Im Fokus steht seither das Abbilden derjenigen Prozesse, die ihm seine Heimat entfremden. Allen voran der übersteigerte Massentourismus und seine Auswüchse. Was bräuchte es aus seiner Sicht, diese Entwicklung umzudrehen? Was es braucht, sind immer Menschen, die die Lokomotive bilden, wo sich ein gemeinsamer Geist findet. Einzelner kann ja sowas kaum bewerkstelligen. Die Idealkonstellation ist, wenn sich eben Menschen für etwas Gemeinsames, für etwas Gutes treffen, finden und dann was Neues in die Welt werfen, im Sinne des Gemeinsamen, im Sinne des Schöpferischen, dass sie den Ehrgeiz und die Liebe aufbringen, da was hervorzubringen, dann so kann was entstehen. Mit analytisch scharfem Blick widmet er sich der Abbildung dieser Vorgänge und legt schonungslos auch deren Kehrseiten offen. Seine Fotos polarisieren und regen zum Nachdenken an. In den zwei Jahrzehnten seiner kritischen Auseinandersetzung entstanden insgesamt 12 Werkserien und 3 Fotobücher. Winter Wonderland, Off-Piste und Hinter den Bergen. Eine 20 Einzelausstellungen und über 30 Gruppenausstellungen führten ihn von Lienz bis nach Tokio. Die Werkserie Hinter den Bergen stand im Zentrum von Louis Hechenbleichners Rede bei der Kulturnacht 10 am 15. November 2014 in Bozen. Seine schonungslosen Beobachtungen und Momentaufnahmen, oft auch in der Gegenüberstellung mit historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sorgten beim Publikum für anerkennendes Aufsehen. Welchen Mehrwert sieht er im länderübergreifenden Austausch? Generell muss man mal definieren, dass ja Grenzen von Menschen gemacht worden sind. Ja, ich bin für totale Offenheit und Austausch kann nur befruchtend, bereichernd sein. Ja, das Grundwerkzeug, was man braucht, ist natürlich Offenheit und die Bereitschaft, auf das andere spielerisch und mit Neugier zuzugehen und das aufzunehmen. Also es hat was mit Neugier und Interesse am anderen zu tun. Die Arbeit von Louis Hechenbleichner ist für die gesamte Europaregion bedeutsam. Sie veranschaulicht auf eindrucksvolle Art und Weise den Drahtseilakt zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Ausgewogenheit, den es zu bewältigen gilt. Welche Rolle spielt dabei die Europaregion? Sie kann Menschen noch enger zusammenbringen oder Individuen haben ja die Möglichkeit, wir leben ja Gott sei Dank in einer Freiheit, wir dürfen frei reisen. Ich finde es ein Traumgeschenk, dass ich heute am Brennraum keinen Pass mehr herzeigen muss. Also es ist so offen geworden, dass man diese Offenheit einfach ausnutzen sollte, im positiven Sinne. Wenn sich die Europaregion auch im Sinne der Hinterfragbarkeit weiterentwickeln soll, so geht es darum, authentisch zu sein, wie ich schon mal gesagt habe, heute das Gute in die Welt zu setzen, was Gutes hervorzubringen, was Hinterfragbares, was Bleibendes, was Substanzielles, wo man sagt, so wie man eigentlich seinen Kindern üblicherweise das Beste mitgeben will, so soll man auch unserer Religion das Beste mitgeben. Und das geht nur, wenn Menschen mit Herz, Hirn und Verstand arbeiten.